noch gar kein Intro überlegt. Machen wir es ganz einfach. Ich weiß, es gab jetzt ein paar Videos, die ein bisschen mehr in die Autoschiene gingen. Aber heute haben wir was sehr, sehr Geiles für die Gasgas. Kevin hat mir da was zugesendet. Wie ihr bei ihm bestimmt schon gesehen habt, hat er jetzt einen Shop für S3 Parts. Und ja, er hat mir was gebracht, was, glaube ich, ganz gut passt. Ich denke mal, von der Farbkombi her mit dem Rot-Blau könnte es besser gar nicht sein. Und da wir das letzte Mal schon darüber geredet hatten in dem Video, was man noch an der Gasgas machen kann und ja, mir selbst aufgefallen ist, viel gibt es gar nicht mehr, kam das hier ganz gelegen, muss ich sagen. So, hier haben wir einen Zylinderkopf von S3. Ist nicht nur optisch sehr geil, sondern hat natürlich auch eine Funktion. Also es gibt, glaube ich, drei verschiedene Arten für drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Das hier ist das mit der hohen Kompression. Power heißt er. Ich denke mal, der Name sagt schon alles. Soll unten raus ein bisschen mehr Dampf geben. Und jetzt gucken wir mal, wie sich es denn so fahren lässt. Beziehungsweise bevor es sich fahren lässt, müssen wir es natürlich einbauen. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal mit einem schnellen Pitstop. So, Tank ist schon ab. Jetzt noch schnell den Motorhalter ab. Und dann können wir schon fast an den Zylinder gucken. So aus alt und hässlich, mach neuen schön. Hui. So eine wichtige Sache, da hat mich Kevin dran erinnert. Hier in den Kopf, oder in den Einsatz, den O-Ring rein. Boah. Sieht aus wie neu. Boah, das sieht so schön aus. Ich hoffe, das fährt sich auch gut. So, alles schon mal angesetzt. Und jetzt natürlich alles mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Ganz wichtig. So, Kopf ist drin. Drehen tut es auch. Ich habe es gerade schon probiert. Ist ja mein erster Zylinderkopf bei einer Zweitakte. Man kann da eigentlich nichts falsch machen, aber ich habe es trotzdem mal probiert. So, jetzt die restlichen Sachen wieder draufschrauben. Und dann fahren. Auch noch eine Sache, die man nicht vergessen sollte. Kühlflüssigkeit wieder reinfüllen. Das habt ihr länger Spaß mit. So, wenn ihr es 100% machen wollt, dann macht es wie ich. Und die Originalplörre direkt mal gegen das Motocool tauschen. Ist einfach viel geiler. Vertraut mir. Für jeden, der schon mal einen Quad geschraubt hat, ne? Egal an welchem. Ist jetzt sowas ist wie die Scrambler oder sowas wie die Outler. Wenn er an dem Motorrad schraubt, er wird es lieben. Außer ich gerade mit der scheiß Stecker nicht drauf geht. Aber es ist so viel einfacher. So, das ging extrem schnell. Das freut mich sehr, weil dann ist nämlich noch hell. Und wenn es jetzt hoffentlich nicht regnet, dann mache ich mich direkt fertig und gehe noch eine Runde fahren. Ich das ein bisschen scheiße. Ich hoffe mal, die Aufnahmen werden noch was. Aber da haben wir auch was Schönes Neues. Das war hier, One X3. Ich habe auch noch nicht damit aufgenommen. Ich bin sehr gespannt. Die wird jetzt mal das Ganze hier ein bisschen aufzeichnen, was wir so treiben. Und hier, ich hoffe, man erkennt es, habe ich mal noch kurz zum Veranschaulichen: moto71.de. Da findet ihr einen passenden Zylinderkopf für euer Fahrzeug. Hier ist jetzt Gasgas, die sind alle rot oder dieses Titanium ist das, glaube ich. Ist aber bei denen egal, ihr könnt auch das von Husqvarna nehmen. Also der blaue Kopf ist eigentlich für die Husky. Aber ja, ihr wisst es selbst, Husky, KTM, Gasgas, bei den Baujahren ist eh alles die gleiche Suppe. So, und damit es jetzt nicht noch dunkler wird, gehe ich jetzt fahren. Bis dann.
Das tat mal wieder gut. So, die letzten Sonnenstrahlen noch ausgenutzt. Himmel hat sich auch ein bisschen gelichtet, deswegen kam noch ein bisschen mehr Licht hier durch. Ja, was soll ich sagen? Geil. Also wirklich, gefällt mir, weil es hat nicht unendlich mehr Leistung. Aber genau dieser Punkt bei den letzten Videos mit dem Quickshifter, dass wenn ich da die Gänge hochschalte, dass ab und zu einfach nach dem Schalten so ein bisschen die Leistung fehlt. Genau das wurde besser. Also ich muss sagen, genau der Punkt, der mich gestört hat, oder den auch einige bei den Videos von den Onboards bemängelt haben, der wurde einfach besser. Ich denke mal, das hört man bei den Aufnahmen auch ganz gut, dass es jetzt einfach flüssiger durchschaltet und geil aussehen tut es auch noch. Und wenn ihr jetzt sagt, Junge, brauche ich, ganz einfach an die Shop-Adresse eine Mail schreiben oder bei Instagram hinschreiben, falls ihr euch nicht sicher seid, was für einen Kopf ihr braucht, dann wird euch auf jeden Fall geholfen. Und es gibt dann noch das ein oder andere Part, was ganz geil ist und auch für mich interessant. Die anderen Teile kommen wir erst danach, weil ich höre nur meinte, ich soll so die einzelnen Unterschiede zwischen den Teilen mal spüren. Und ich kann so viel verraten, das neue Teil kommt hier hin. Und nicht darauf achten. Es tut mir selbst weh.